Herr Friedrich wurde auch in einer entsprechenden Art und Weise geehrt. Es war eine sehr würdige Veranstaltung. Wir haben die Regenbogenschule, einer unserer größten Projekte, und das Erlebnisbad. Das muss so schnell wie möglich natürlich zum Ende geführt werden. Dass ich mich für die Stadt einsetzen kann und dass wir gemeinsam diese Stadt weiterentwickeln. Erstmal herzlichen Glückwunsch, jetzt offiziell im Amt sozusagen um 0 Uhr. Erstmal, wie war heute die Amtseinführung und wie geht es dann morgen los für Sie? Erstmal eine sehr schöne Veranstaltung war das heute gewesen. Herr Friedrich wurde auch in der entsprechenden Art und Weise geehrt. Es war eine sehr würdige Veranstaltung. Es ging ja darum, auch ihm Danke zu sagen für 16 Jahre Bürgermeister, 27 Jahre im Dienste der Stadt. Morgen geht es mit dem Frühstück los mit allen Mitarbeitern und danach werden die ersten Projekte gesprochen und am 2. sind dann schon die ersten Arbeitsgespräche drin. Was ist Ihnen jetzt in den ersten Tagen, Wochen besonders wichtig als neuer Chef dieser Stadt? Erstmal einen aktuellen Stand noch zu bekommen, dass ich überall mich einarbeiten kann und danach werden wir gleich über die Strukturentwicklung für die Regionen reden und die ersten Projekte besprechen. Ich wollte gerade fragen, was sind denn die ganz großen Aufgaben, die Sie sich jetzt für die längere Amtszeit tatsächlich vorgenommen haben? Noch weitere Maßnahmen für die Strukturentwicklung zu nehmen. Ich denke, da haben wir noch etwas Nachholbedarf. Da werden wir noch einige Projekte einschieben. Aber ich denke, es geht auch darum, wir haben die Regenbogenschule, einer unserer größten Projekte, und das Erlebnisbad. Das muss so schnell wie möglich natürlich zum Ende geführt werden. Herr Friedrich hat das begonnen und wir müssen das natürlich gemeinsam mit den Stadtverordneten zum Ende bringen. Für Senfenberg gab es kurz Ende des Jahres nochmal eine interessante Nachricht. Und zwar soll hier die Lehrerausbildung mit der BTU stationiert werden. Erstmal ein Projekt, das Sie freut persönlich? Das ist sehr, sehr positiv. Es ist wieder ein Zeichen dafür. Deswegen danke ich natürlich daran erstmal meinen Vorgänger, aber auch vielen anderen, die daran mitgewirkt haben, dass hier die Grundschullehrerausbildung in Senfenberg etabliert wird. Wird auch dafür sorgen, dass natürlich wieder junge Studentinnen und Studenten hier in die Stadt kommen. Und das ist ein sehr wichtiges Zeichen. Sehen Sie denn noch Potenzial, dass sich die Stadt selbst auch für junge Studentinnen noch öffnet? Ja, natürlich. Das ist ein Projekt. Wir werden dann gemeinsam mit der Uni hier Maßnahmen finden, sodass wir die Studenten auch weiter in die Stadt mit reinbekommen könnten, dass das auch verstärkt sichtbar ist. Es geht nicht nur um den Studentenclub, sondern es gibt auch andere Maßnahmen, die wir hier anstreben. Ihr großer Wunsch für Ihre Amtszeit jetzt? Dass ich mich für die Stadt einsetzen kann und dass wir gemeinsam diese Stadt weiterentwickeln. Wir sind eine gute Stadt, wir müssen es nur noch weiter ausbauen. Vielen, viel Erfolg, danke. Vielen Dank.